Das Ding hier, das packe ich erstmal da rein für später, ne? Man kann ja nie wissen. Kann dann ein bisschen Zeug verkaufen. Wo war sie denn jetzt? Dann kann ich auch gerade nochmal hier den Schrein durchsuchen, weil ich nachgeguckt habe ich ja noch. Und es gibt ja auch, ich habe ja auch ein paar Leute rekrutiert, die müssen ja hier irgendwo rumrennen. Das Ding kommt weg, das Ding kommt weg, das und das und das und das. Komm, weg damit. Das Ding. Ich heb's erstmal auf. Das kommt weg. Das hier und das hier kommt weg. Braucht kein Mensch. Wunderbar. Achso, jetzt habe ich wieder ein bisschen was, um mir was zu kaufen. Getrocknete Finger. Bah. Skimitar. Komm. Kann ich irgendwas? Irgendetwas? Wie viel habe ich davon? 7 Stück. Die kann man doch ab und zu doch mal ganz gut verwenden. Nehme ich mal ein paar mit. So, jetzt geht's zurück zu hier. Jetzt kann ich nämlich durchgehen, dann in den Turm, also wieder auf der anderen Seite die Viecher platt machen, in den Turm und dann nach unten fahren. Obwohl, nee, ich wollte hier runterspringen. Also, nicht hier, aber da, wo noch der untere Weg war. Ich immer noch nicht weiß, wie ich da hinkomme. Wenn ich jetzt sterbe, ganz ehrlich, 13 Seelen. 6 Glut, also, ne? Boah, bin ich echt so hart überladen? Ja, da steht aber keine Prozente. Da, 66%. Nicht mehr als sonst auch. Und tschüss. Ja, nu? Das hast du aber nicht gut überlegt. Okay. Ich will irgendwo runterspringen, wo es vielleicht nicht. Warte mal, da. Da vielleicht. Ich will irgendwo runterspringen, wo es nicht ganz so hart wehtun wird. Hoffentlich. Nein, ich habe alle getriggert. Oh mein Gott, das war sehr dumm. Alter. Jo. Ey, ey, ey. Ist der andere? Er ist wieder zu. Nee. Er ist runtergefallen, glaube ich. Das ist so ein Kristallmonster. Ah, oh, ich weiß nicht. Soll ich es probieren? Ich würde gerne da hinten runterspringen, wo der Typ ist, weil da sah es nicht so tief aus. Ich geh mal gucken. Du sag mal.
bestellt. Mach keine Geräusche. Du hast tot zu sein. So, hier. Hier sieht's. Jawohl. Okay. Ich wollte zwar nicht runterspringen, hab aber trotzdem zumindest, ja, das Ziel damit erfüllt, herauszufinden, ob ich denn einen Fall überleben würde. Offensichtlich nicht. Irgendwie muss ich aber da runterkommen. Die Frage ist, geht's echt hier rum? Ey. Nicht nett. So, Hund. Wo bist du? Och, wirklich? Und tschüss. Oh mein Gott, wie kann ich nicht treffen? Was ist das? Irgendwie muss es doch da runtergehen. Das kann doch nicht sein. Irgendwas übersehe ich. Irgendein Weg. Töpfermeister, sag an. Wofür haben die eigentlich so ein Ding am Rücken? Okay, da ist ein Eingang. Also da, direkt da unten, da sieht man ihn. Und hier geht ein Weg nach da hinten, aber... Ich weiß es nicht. Ich bräuchte den Ring, der meinen Fallschaden verringert. Da geht eins rein. Das hat offensichtlich hiermit zu tun. Aber das hier, hier steht halt, das kann ich nur von einer Seite öffnen. Das heißt, schätze ich mal, dass das hier der Rückweg ist. Und dass ich über die, die Tür, die da verschlossen in dem Ding ist, in diesem Durchgang, wo die Ratten drin sind, dass ich dadurch hier unten rauskomme. Ich habe nichts, was irgendwie meinen Fallschaden verringert, oder? Nee. Auch kein Ring. Nicht so wirklich. Ich versuche irgendwie eine Stelle zu finden, wo ich drauf fallen kann, aber ich glaube, sowas gibt's hier nicht. Ich glaube, das ist direkt zack in den Tod. Fertig. Und wenn ich so einen Sturzangriff von oben mache, bringt auch nichts, glaube ich. Nice. Nee. Das
bringt nichts. Ey, ich dachte, ich wäre tot. Scheißratten. Also ich glaube, dass das hier quasi der Eingang ist. Aber dafür brauche ich einen Schlüssel. Und eventuell hätte ich diesen Schlüssel zum Beispiel da bekommen, wo uns der eine Kerl mit dem Käfig abgeholt hätte. Irgendwann holen wir das mal nach. Glaube ich. Irgendeines Tages. Wenn ich es gar nicht schaffe, gucke ich einfach nach und dann... Warum ist jetzt meine... Warum sind jetzt meine Seelen da vorne? Okay. Okay. Das ist nicht nett. Dann ist es wohl der Turm, ne? Okay, der hat Bock. Der hat richtig Bock. Ha! Du bist erledigt. Fuck. Nein. Oh. Da werde ich wohl erstmal nicht runterkommen. Schätze ich nicht, wenn ich keinen Ring habe, der irgendwie meinen Schall, meinen Fallschaden verringert. So, geht's jetzt nach oben? Jep, da will ich nicht hin. Ich will nach unten. Dann... bin ich, mal abgesehen von dem Teil da unten, eigentlich mit dem Gebiet hier soweit fertig. Außer halt noch die Geschichte mit dem anderen Ding da, mit dem Korb. Okay. Was geht denn hier jetzt ab? Keine Überraschung. Das ist ein verdammt riesiger Raum. Was bist du für einer? Okay, warum sag ich es überhaupt? Ich bin eingefroren. Der sieht doch so eisig aus. Oh fuck. Mal. Geh weg. Ich verstecke mich einfach. Er sieht mich nicht. Oh mein Gott, sieht er mich echt nicht? Nee. Er sieht mich. Stirb. Du Hässlohne. Puh. Gerade ist Idril-Schwert. Oh. Das ist nice.
geht mit D und D. Und es ist sehr viel leichter. Ne, es wirkt genauso viel. Aber guck mal, das hat plus 2 schon das hier. Zusätzlicher Effekt, das hat Eis. Warte mal. Ach, guck mal eine an, du. Wie sieht sie jetzt aus? Oh, die Waffe 2 ist gar nicht so weit entfernt von der Waffen-DPS. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Dann werde ich das mal im Hinterkopf behalten. Zum Upgraden. Das nächste Mal. So, was ist das hier? Oh, nein. Ah, oh, da. Ich dachte, die Pflanze wäre ein Bonfire gewesen. Alles schön uffeln. Super. Ich probiere das mal aus. Okay, wo bin ich denn hier? Ah, was ist das denn? Hör auf, dich zu verwandeln. Das ist widerlich. Die Sache ist, ich weiß gar nicht, was Erfrierung macht. Also was genau der Effekt davon ist. Ist das so ein stapelbarer Effekt, wo du dann... wo du es aufbauen musst und dann auf einmal so viel Schaden bekommst? Krieg ich mal erstmal den hier oben. Der sieht irgendwie gefährlich aus. Okay. Hier, 170 und dann auf einmal, zack. Okay, das ist definitiv einer dieser Effekte. Dann steht für mich eine Sache schon mal fest. Ich tausche das. Weil wenn das Ding wirklich so gut ist... Schon mal... Was ist denn das? Oh, die schwarze Wand. Wo bist denn du? Moment, stopp, da ist jemand. Was? Könntest du mal bitte das nicht tun? Nein! Alter! Ich habe keine Ahnung, wie die das macht, weil normal muss sie irgendwie erst mein Schild durchbrechen. Du bist tot. Und tschüss. Ist das dein Ernst? Wirklich? Dazu sage ich jetzt mal nichts. Banditen-Doppel... Toll. Banditen-Doppeldolche, warte mal. Dauern die was? Kann ich ihn ja nicht tragen. Obwohl... Doch, könnte ich trotzdem. Könnte ich tragen. Mal gucken. Hm. Toll, wie soll ich denn jetzt da bitte drankommen? Oh Gott. Ach, das ist so eine fette Waffe, ne? Ja, nee, ich wollte ja... Ich habe ja im zweiten Teil versucht, mit schweren Waffen zu kämpfen. Aber... in diesem Teil wollte ich schon so ein bisschen einhandmäßig unterwegs sein. Okay, also der Kälteeffekt ist definitiv sehr hilfreich. Vom Nachtschoner sieht schon an. Tot. Tot. Bin ich jetzt falsch gegangen? Warte mal. Hier hoch.
Dann war dieser Typ hier hinten. Nee, der ist da noch. Hä, aber... Ach nee, das war an einer anderen Stelle, wie ich runtergesprungen bin. Ach ja. Das heißt, ich muss sogar hier runterspringen. Na gut. Ach, das war... Ja, ich bin doof. Aber was ist das denn, was ich da höre? Das Ding hier mal ausprobieren. Weil wenn ich nämlich in diesen Modus gehe, habe ich zwei davon in der Hand. So greife ich, okay, es ist schnell, ja, aber so ist es noch schneller. Es ist nur trotzdem scheiße schwach. Was zur Hölle? Ich sag dir mal was, Rollein. Du kannst deinen Giftnebel gerne bei dir behalten. Ja? Nur so viel dazu. Irgendwas höre ich doch. Überall Geräusche, von überall kommt immer irgendwas. Weißt du? Da bist du ja irre. Oh ja, endlich. Endlich. Nice. Du sag mal, wer seid denn ihr? Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the Grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Möglicherweise. Oh yes, Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices. Beyond the flooded, you may go after the next time may the flame. Gut, Horace. Bitte was? Sicher, dass du dir keinen Zombie angeschleppt hast, Fräulein? Ich sag ja nur. Warte mal, ich mach mal hier hoch. Ganz kurz diesen und dann einmal so. Da sind wir schon wieder. Ich habe nur ganz kurz mal, ich habe hier auf dem anderen Bildschirm noch so eine Tabelle offen. Da muss ich ganz kurz ein Stückchen rumschieben. Ey. Du bist tot. Wie viel brauchen denn die anderen, wie viele Schläge? Nur mal so zum Testen.